Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online, zu einem weiteren Championat, zu einem Special Championat, muss ich hier gerade mal anmerken. Und zwar geht es um ein Championat, was questbezogen ist. Warum denn nun schon wieder questbezogen? Hast du schon an einer unserer Meisterschaften auf Jorvik teilgenommen? Seht ihr, und das meine ich, das sind die Questen. Das sind Elite-Herausforderungen für alle Reiterinnen, die sich mit anderen messen wollen. Meisterschaften beginnen zu jeder vollen Stunde und werden kurz vor ihrem Start angekündigt. Halte die Augen nach den Organisatoren der Meisterschaften offen. Sie sind bereit, Teilnehmer Bonusbelohnungen zu gewähren. Achte nach deiner Anmeldung darauf, den Startbereich nicht zu verlassen, bevor das Rennen begonnen hat. Genau. Das ist es. Mehr passiert da jetzt eigentlich gar nicht. Wir müssen jetzt hier an den Teilnahme an einer Meisterschaft. Hey Tascha, du solltest dich für alle Meisterschaften anmelden, die heute stattfinden. Sie starten zu deiner... Okay, sie sagt jetzt dasselbe. Gut. Ich weiß schon, dass die jetzige in Moorland ist. Mich irritiert nur gerade ein bisschen, was ich da soll. Also, warum mir angezeigt wird, dass ich hier noch was zu machen habe. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich gehe einfach mal runter. Ich gehe jetzt auf Risiko, in der Hoffnung, dass ich das Moorland-Championat jetzt nicht auch schon wieder verpasse, wegen irgendwas, sag ich jetzt mal. Und probiere das aus. Okay. Hallo Dascha, wenn du heute das Moorland-Championat abschließt, gebe ich dir ein paar Frühlingsmarken. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, warten wir, bis das Chumbi beginnt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Zumal würde ich auch gerne mal wissen, wenn man das Chumbi beendet und man hat jetzt, sage ich jetzt mal, den ersten, zweiten, dritten Platz, also einen von den oberen, ob man da mehr Frühlingsmarken kriegt oder auch dieselbe Menge wie die anderen. Das würde mich mal interessieren. Da bin ich neugierig. Das werde ich zwar mit Glory heute mit Level 6 nicht schaffen, aber das wäre mal wirklich interessant zu wissen. Okay, noch 2 Minuten, bis man annehmen kann. So, es geht los, die Wettbewerbsgruppen werden erstellt. Es sind übelst viele Leute, gut jetzt nicht mehr, aber da habe ich ja fast den Überblick verloren, meine Fresse. Ich bin sehr gespannt. Furchtbarerweise bin ich aufgrund meines Levels in Chumbi Gruppe 1 gerutscht. Mit einem Level 6 Pferd wird das wahrscheinlich nichts. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir ja das Rennen einfach nur absolvieren. Wir brauchen ja jetzt keinen Platz oder so. Wir müssen das Rennen einfach nur absolvieren. Das, was ich jetzt hoffe, ist, dass das jetzt nichts hiermit zu tun hat, weil das leuchtet für mich immer noch auf. Und ich weiß auch nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich das Rennen jetzt nicht richtig, sag ich jetzt mal, angenommen habe. Aber das werden wir sehen, wenn das Chumbi gleich vorbei ist. Ups, hier werden noch ein paar Leute umhergeschleudert. Okay, Start war mittelmäßig. Okay, Start war schlecht. Kurve war gut. Kurve war gut. Der kleine Stolperer war nicht so gut.
hoffe, ich kann jetzt wieder aufholen, wenigstens ansatzweise. Ja, gut, das geht auch. Aber es war irgendwie zu erwarten. Ach komm, ich bleib hier hinten. Ist ja auch wurscht. Es geht ja nur ums Mitmachen. Und nicht ums Gewinnen. Aber wenn jetzt noch mehr Leute hier so im Endspurt so hängen bleiben, na, dann, boah, schön. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich schon wieder auf der 8. Das ist auch schön. Beinahe hätte ich das Fähnchen nicht mitgenommen. Ah ja. Also wenn ich bis jetzt auf der 8 bleibe, bin ich zufrieden. Und ich bleibe auf der 8. Sehr schön. Das freut mich. Ich hoffe, es hat gereicht. Ich hoffe wirklich, es hat gereicht, um die Quest abzuschließen. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es. Das wird auch das einzige Chambi sein, was ich jetzt so aufnehme. Ja. Ich werde es jetzt auch diesmal nicht vorlesen, weil es ist ein questbezogenes Chambi, kein freiwilliges. Ich bin mittlerweile eher nicht mehr so der Chambi-Freund. Ich wusste, dass du und Glory Shine das schaffen. Ja, ich auch. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Komm, lauf zu, Glory. Lauf! Lauf! So. Ach, da bin ich doch sehr zufrieden. Dann geben wir die Quest noch ab. Und ich glaube, so viel war es dann nicht mehr, gell? Sind sie nicht wundervoll? Ich hoffe, dein Name landet weit oben auf der Highscore-Tafel. Naja, Platz 8 war's. Auch schön. Noch was? Nee. Nein, das nehme ich jetzt nicht an, weil ich nicht weiß, was es ist. Das ist jetzt Blanco Chumpy. Und das habe ich gemacht. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.